Hallöchen und herzlich willkommen zu dieser nagelneuen Folge Let's Play Planet Coaster. Es ist wieder soweit. Ja, eine gute Woche seit der letzten Folge ist um. Und wir machen weiter mit einer neuen Folge und bauen heute, ja, an zwei Themenbereichen, an unseren beiden Baustellen ein bisschen weiter. Wir fangen an der Baustelle, wo wir auch zuletzt dran waren, dem Bereich um die Wasserbahn, dieser, ja, wieder dieser weltliche Bereich, Holzfäller-Thema hat das Ganze ja von uns bekommen und in der letzten Folge auch ein neues Fahrgeschäft und ja, hier machen wir uns jetzt als allererstes dran, bevor wir dann, ja, ich sag mal, ungefähr in der zweiten Hälfte dieses Videos rüberspringen, um wieder unseren Steampunk-Themenbereich ein bisschen voranzuschreiten. Da haben wir jetzt wirklich die letzten Folgen gar nichts gemacht. Und ja, dementsprechend geht es dann gleich damit auch ein bisschen vorwärts. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem Holzfäller-Bereich und unserem neuen Fahrgeschäft, was wir gebaut haben. Da wollte ich natürlich, ich habe das so ein bisschen nach oben gesetzt, weil ja, wenn ich das Fahrgeschäft jetzt unten gelassen hätte, dann hätte ich so eine ja, ganz unsaubere Einstiegsplattform gehabt, nennen wir es mal so. Die hätte sich nämlich dem Boden angepasst und wie ihr seht, der Boden, der ist hier ein bisschen uneben und dann wäre auch die ganze Einstiegsplattform bei den Fahrgeschäften ein wenig uneben. Das ist hier bei Planet Coaster sogar möglich, also das bis zu einem gewissen Grad werden auch die Einstiegsplattformen von ja, Rundfahrgeschäften, Hochfahrgeschäften so ein bisschen angepasst an das Terrain und hier habe ich das halt ein bisschen hochgesetzt, dass das auf einer Ebene mit dem Weg ist, der jetzt hier rechts verläuft. Und ja, dann hatte ich halt unten dieses hässliche Ding da noch rausstücken. Weiß nicht, was es darstellen soll. Also das Stahl sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das jetzt hier mit diesen Holzplanken einmal ein bisschen verdeckt. Und ja, ich finde sowas eigentlich immer ganz angenehm. Was mich ein bisschen gewundert hat, normalerweise, wenn man sagt, an Oberfläche ausrichten bei den Objekten, dann richten die sich normalerweise direkt an der Oberfläche aus. Das funktioniert zum Beispiel bei Achterbahnstützen, das funktioniert bei Wegen, die eigentlich also aussehen wie das hier. Aber es funktioniert nicht bei Fahrgeschäften. Das heißt, Entschuldigung, das heißt, ich musste hier jede Planke einzeln ein bisschen drehen und weiterschieben, ein bisschen drehen und weiterschieben und so weiter, weil ich konnte das nicht an dieser Oberfläche, also es hat sich nicht ausgerichtet hier am Fahrgeschäft und es hat meinen Plan eigentlich so ein bisschen zerstört, weil ich dachte, ich lege das mal schnell dahin und dann habe ich dafür doch Ewigkeiten gebraucht gefühlt, um ja, da überall diese Planken ordentlich hinzumachen. Naja, jetzt habe ich das dahin gemacht, finde, es sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, so ein bisschen, ja, abgedeckt einfach alles und es bleibt nicht so. Also klar, im Moment sieht es jetzt so ein bisschen kahl aus und man guckt auf so eine komische, krumm und schiefe Wand, die so ein bisschen zusammengewürfelt aussieht. Aber ich ja, setze davor jetzt noch so einen kleinen, wie nennt man das? Ja, einfach so ein kleines Gebäude. Und das hat sich hier ganz gut angeboten, da einfach das Ganze um diese Stütze rumzubauen. Das heißt, die Stütze, dass die so ein bisschen in diesem Gebäude noch mit drin steht. Und ja, ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Idee gewesen. Und das Gebäude, das bricht auch hier wieder das Ganze nochmal so ein bisschen auf. Es kriegt auch nochmal so einen ganz kleinen Erker hier vorne dran, wo ich es mir mit dem Dach einfach viel zu kompliziert gemacht habe. Ich habe das Dach aus ganz vielen von diesen komischen diagonalen Dingern hier gebaut. Die kann man natürlich extrem schwer eigentlich nur zusammensetzen. Und ich habe mir da irgendwie das Leben nicht wirklich einfach gemacht, sagen wir es mal so. Aber ja, ich denke, die Optik nachher, die passt zu dem, was ich eigentlich haben wollte. Ja, kurze Info vorab halt, es wird jetzt nicht großartig hier noch was weitergebaut an dem Themenbereich. Wie gesagt, es sind nur diese kleinen paar Deko-Elemente, da werden gleich noch ein paar Bäumchen pflanzen, aber auch nicht viele. Und uns dann aber auch tatsächlich wieder um den Steampunk-Themenbereich kümmern. Ja, da kann ich vielleicht auch schon mal vorweggreifen, dass es da heute an den Wartebereich der Achterbahn geht. Ja, hier habe ich ganz professionell diese Seiten verschlossen, weil dafür gibt es ja kein, ja, keine Wand quasi. Deswegen habe ich das mit so kleinen Planken gemacht. Wenn man so viel mit Planken arbeitet, ich habe auch früher ganz gerne mal komplette Dächer nur aus diesen Planken gebaut. Das sieht verdammt gut aus, ist halt nur extrem aufwendig. Und ja, deswegen habe ich es jetzt halt hier nicht gemacht. Es sieht immer, gerade bei so kleinen Hütten, sieht das super cool aus, wenn die Dächer nicht so ganz glatt sind, sondern wirklich so, als würde es so alles aufeinander genagelt worden sein.
Jetzt kommt natürlich hier noch ein bisschen Deko an das Gebäude. Habe auf der einen Seite da so ein kleines Gitter gemacht, wo quasi ja so ein bisschen Gebüsch hinten an der Hauswand wächst. Und ja, jetzt kommen wir halt nochmal zu den paar Bäumen, die ich hier noch gesetzt habe. Der ganze Bereich, der wird natürlich nachher auch, wie schon der Eingangsbereich und der vordere Parkteil, so ein bisschen bewaldeter werden. Das ist ja quasi das Motto dieses Parks. Und wir werden auch versuchen, ihr habt ja jetzt hier nachher die große Mauer, die nachher diesen Steampunk-Themenbereich so ein bisschen vom Rest des Parks abgrenzt, dass man halt nicht da reinschauen kann. Diese Mauer, die werden wir natürlich auch versuchen, irgendwie mit Pflanzen und solchen Sachen so ein bisschen zu verdecken, damit man ja von außen nicht so eine graue Mauer oder sowas sieht. Und ja, jetzt gucke ich mir nochmal hier die Wasserbahn an. Einfach nur aus Interesse, was ich mir das nochmal in Gedanken zu rufen, was denn hier so gebaut wurde letztes Mal. Aber hab da nicht groß was weitergemacht. Jetzt fliegen wir aber hier in den Steampunk-Themenbereich und kümmern uns um den Eingangsbereich für diese Achterbahn, der Multi-Launch-Coaster. Wer diese Bahn noch nicht kennt, also generell, wer jetzt hier erst in diese Videoserie eingestiegen ist, der darf sich gerne auch die vergangenen Folgen einmal angucken. Ja, da seht ihr quasi die komplette Entstehung dieses Freizeitparks von Null auf bis zu dem Stand, wo wir jetzt sind. Folge für Folge könnt ihr das Ganze mitverfolgen. Ja, dann könnt ihr auch ein bisschen besser euch vorstellen, was wir denn hier gerade bauen. Und das ist jetzt quasi der erste Teil des Wartebereichs für diese Achterbahn. Hier kommt man eben vom Parkweg oben, wo dieses kleine Männchen steht, was ihr da seht. Genau. Geht's nach unten in den Untergrund quasi. Und diesen Untergrund gilt es heute zu thematisieren. Noch nicht komplett, aber wir fangen schon mal so ein bisschen damit an. Und ja, werden das Ganze so ein bisschen industriell halten natürlich. Steampunk-Thema und so weiter. Und ja, hier geht's jetzt los mit dem Abstieg. Das ist quasi das Erste, was ihr seht, wenn ihr in den Wartebereich reinkommt. Und ja, das Erste, was ich auch gesehen habe, ist, dass der Mitarbeiter hier schwebt. Und das geht in meinen Augen gar nicht, deswegen habe ich ihm erstmal hier so ein kleines Podest gebaut. Ja, also keine Ahnung, ich habe das irgendwie so gesehen und dachte so, komisch. Also finde ich auch irgendwie von Planet Coaster Seite ein bisschen strange, dass das einfach so dann schwebt, dass man den Menschen nicht irgendwie da vorgestellt hat oder so, aber naja, kann man ja nicht ändern. Wie gesagt, ist eigentlich ganz cool gewesen, dass ich hier so ein Podest bauen konnte. Ja, hab dem jetzt hier so eine Mini-Kanzel gebaut, das heißt, hat auch noch so eine kleine Ablage und kann den Leuten dann, wie man es halt von den ganzen amerikanischen Parks kennt, dass immer einer am Eingang steht, mittlerweile ja auch bei vielen deutschen Parks, gerade bei den größeren, die ja einem da nochmal die ganzen Sicherheitsanweisungen sagt oder da schon mal prüft, ob die Kinder, die mitfahren wollen, groß genug sind und so weiter. Ja, das habe ich jetzt hier gebaut. Vorne so ein kleines, naja, Türchen, sage ich mal, habe ich einfach auch so eine Planke dran gesetzt, dass es aussieht wie so ein kleines Türchen, dass man von vorne quasi da reingehen kann. Und ja, die Mitarbeiter können dann immer noch schön vorbeigehen und er hat da seinen, ja, Stand, wo er dann drin stehen kann. Ja, ich klicke jetzt gerade wieder im Wilden Westen rumgefühlt. Ich habe mir neue Steampunk-Objekte im Steam Workshop und im Toolkit Manager Dings da gesucht, die ich benutzen kann. Das hier ist zum Beispiel eins davon. Problem ist, ich platziere das Ding jetzt tatsächlich hier, muss es aber ja fast wieder vollständig auseinandernehmen hier, weil so viele Sachen da nicht reinpassen und so viel verschieben. Ihr seht es hier. Da hätte ich es auch eigentlich gleich selber bauen können. Aber ja, ich finde, das passt jetzt hier ganz gut rein. Und so wird sich das jetzt so ein bisschen durch die Warteschlange ziehen. Also dieser Abstieg, den ihr hier seht, das heißt dieses kleine Treppenhaus, der wird auf jeden Fall sehr industriell aussehen. Das heißt sehr viel Bewegung, sehr viel mit Nebel oder Dampf, wie es halt vom Steampunk-Look ist. Also wie so ein kleiner Maschinenraum oder sowas sieht es dann aus. Und das fand ich auch eigentlich ganz cool so. Und ja, im unteren Bereich, wo dann der Wartebereich wirklich ein bisschen größer wird, da geht es dann mehr in Richtung, ich sag mal, Autowerkstatt. Die Bahn heißt ja Manöver und ich habe das ja auch so ein bisschen damit verbunden, den Namen, dass die Züge eben aussehen wie so, ja, alte Autos. Das sind ja diese Carowinds-Züge von Copperhead Strike und die sehen halt, das sind halt so Autos und ich habe mir jetzt als Thema für diese Achterbahn halt so ein bisschen gesagt, dass man ja
das Ganze so machen könnte, dass hier halt irgendwelche Steampunk-Autos quasi gebaut werden, die irgendwelche Fähigkeiten haben, ob sie irgendwie super schnell sind oder was auch immer. Ich sag mal, so ein ganz bisschen vorweggegriffen, so ein bisschen was wie auch Fly in Rockburg halt quasi ist, dass man sich halt da, das ist ja da diese Air Rail Company und diese Air Rail Company ist halt dafür zuständig, die Leute da durch Rockburg fliegen zu lassen. Also das ist ja, Fly ist ja eigentlich so ein Fluggerät und hier ist halt so, dass es eben kein Fluggerät ist, sondern dass es Autos sind oder ein Auto ist, das hier eben entwickelt wurde. Und mit dem kann man dann halt hier durch die Gegend rasen, beziehungsweise durch die Gegend fliegen, keine Ahnung, irgendwie so in dem Dreh. Ihr dürft euch gerne auch kreativ austoben und eure Stories dazu in die Kommentare zu schreiben, aber das ist so die Grundidee, die ich halt quasi zu diesem Themenbereich hier habe. Und ich denke, ihr versteht den Grundgedanken dahinter, wie gesagt. Wenn ihr da irgendwie mehr ins Detail gehen wollt, dann schreibt mir das gerne. Wie gesagt, das geht jetzt einfach nur so ein Treppenhaus in den Untergrund, was halt sehr Steampunk-lastig dann natürlich aussieht. Und unten, habe ich es eigentlich jetzt gerade schon gesagt, da es jetzt um Autos geht, wird dann eben so eine Art Steampunk-Werkstatt auch drin sein. Und diese Steampunk-Werkstatt, die motzt dann quasi diese Autos auf. Ich sag mal, die motzen quasi alte Autos, normale Autos, langweilige Autos in Steampunk-Autos. Das heißt, da kommen Dampfmaschinen drauf und so weiter, die Autos dann eben zu noch mehr Kraft quasi verleiten oder so. Und das ist so mein Grundgedanke hinter dem Ganzen. Und ja, genau. Also wie gesagt, wenn ihr da irgendwie eine Story habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt dabei, ich habe es mal wieder dunkel gemacht, ein bisschen von diesen Lichtern dran zu machen. Das finde ich gerade in der in diesem industriellen Look, finde ich diese roten Rundumleuchten, die ich auch in der Station schon verbaut habe, extrem cool. Und die lassen es immer nochmal so ein bisschen industrieller wirken, gerade im Dunkeln. Und die habe ich hier auch mal wieder platziert. Das heißt, wenn man da reingeht, gerade im Dunkeln sieht jetzt der Wartebereich, denke ich, gerade dieses Treppenhaus extrem gut aus. Ja, den Wartebereich selbst, den haben wir ja hier unten in einer der letzten Folgen schon fertig gemacht. Also was heißt fertig gemacht? Angefangen, wir haben den Weg verlegt, wir haben ein bisschen Boden verlegt und jetzt geht es hier darum, auch Wände einzuziehen, so ein bisschen mal alles aufzuteilen. Als ich das Ganze gemacht habe, muss ich ehrlich sein, hatte ich noch eine etwas andere Intention, gerade mit der Aufteilung der Wände und so weiter. Ich bin jetzt aber, wir werden das gleich sehen, was da jetzt noch alles passieren wird, mit dem, was da aktuell steht, ziemlich froh mit der Wandaufteilung. Und es sind auch schon erste Thematisierungsobjekte gleich eingezogen. Und ich denke, der Wartebereich, der wird ganz schön werden. Aber wie gesagt, ihr seht gleich schon die erste Ansätze in diesem Video. Wir werden den Wartebereich jetzt noch nicht fertig machen, das habe ich ja gerade schon gesagt, aber ich glaube, die Ansätze, die da kommen, die sind relativ ordentlich. Also da würde ich schon sagen, das kann nachher ganz gut aussehen. Generell ist mir aufgefallen, dass wir in den Folgen mittlerweile relativ wenig schaffen. Ich habe ja am Anfang gesagt, es sind immer so um die 2 bis 3 Stunden, die ich aufnehme an Videomaterial. Das ist natürlich jetzt nicht so viel. Wer Planet Coaster selber spielt, der weiß, dass man in 2 bis 3 Stunden, gerade wenn man detailreich baut, nicht so viel erreichen kann. Und dementsprechend fallen dann auch die Videos aus, ne? Ich habe halt immer das Gefühl, dass es dann doch ein bisschen wenig ist, was hier geschafft wurde. Und ja, das ist dann immer so ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ich spiele auch mit dem Gedanken, demnächst vielleicht längere Folgen zu uploaden. Das Problem ist halt, diese 2-3 Stunden, die habe ich an einem Abend mal. Aber wenn ich dann wirklich schon wieder das Ganze verdoppeln würde, was halt mein Ziel wäre, dass man eben auf, 4 Stunden kommt oder 5 Stunden, dann ist es halt nochmal eine ganz andere Hausnummer an Aufnahmezeit und ich weiß noch nicht, ob ich das hinkriege. Mir wäre es aber ein bisschen lieber, damit man mit dem Park auch mal vorankommt, weil jetzt aktuell gerade mit den beiden großen Thematisierungsbaustellen Wildwasserbahn und Steampunk-Bereich ist es natürlich, dass das zieht sich irgendwann, ne? Also es ist halt wirklich Thematisierung.
Ja, hier habe ich ganz zufällig entdeckt, dass es ja sogar kleine animatronische Türen gibt für Geisterbahnen. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass die Türen alle so riesengroß sind. Passt jetzt bei der Wasserbahn auch ganz gut, aber es gibt so kleine Geisterbahntüren und die kann man sicherlich in naher Zukunft auch irgendwann mal anwenden. So, gehen wir in den Keller und kümmern wir uns jetzt doch auch mal wirklich um den Wartebereich, wie ich es jetzt gerade auch schon gesagt habe. Also hier unten kommt man dann an in so einen Raum, der dann später eben der Wartebereich ist, wo die Leute da alle stehen werden. Das Ganze ist unterirdisch, das heißt, die Decke, die ihr oben seht, die Decke, das ist der Parkweg, der oben drüber verläuft. Und wir sind jetzt quasi unterirdisch, da wo eben auch der Bahnhof der Achterbahn ist. Hier rechts seht ihr auch die Schlussbremse der Achterbahn, also hier kommt die ganz am Ende rein. Und ja, jetzt habe ich hier so ein Fenster aufgekriegt, das habe ich noch nie gesehen. Da habe ich mir wohl irgendwas runtergeladen. Ja, diese Hebebühne mit dem Auto drauf, wo irgendwie noch Toolkit-Objekte drin waren, die ich noch nicht runtergeladen hatte. Und die hat er sich dann mal eben runtergeladen. Und ja, wenn ich den Park, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, irgendwann, wenn es dann mal soweit ist und der Park dahin geht, dass er dann doch mal fertig wird, ja, in den Steam Workshop reinkommt, dann werdet ihr dieses Fenster höchstwahrscheinlich auch sehen, dass ihr euch eine Menge Toolkit-Objekte runterladen müsst. Aber so wie es aussieht, macht Planet Coaster das alleine. Also ihr müsst die scheinbar nicht raussuchen, sondern Planet Coaster sucht euch alles raus, was ihr braucht. Ich lade mir nicht so häufig Steam Workshop Parks runter, weil ich selbst bauen einfach cooler finde. Dementsprechend weiß ich nicht, kannte dieses Fenster halt noch nicht. Aber das scheint ja was relativ Normales zu sein. Ja, hab dann jetzt hier nochmal ein bisschen Boden weitergebaut. Dieser Boden hier ist wieder ein neues Gebäude. Ihr seht, der steht auch in einem anderen Winkel zu dem Boden, den wir in einer der letzten Folgen verlegt haben. Ganz einfach, ich mache hieraus ein neues Gebäude, weil ich das hier nochmal als eigenen separaten Raum abgrenzen möchte hier hinten. Und da kann ich dann die Wände einfach ein bisschen einfacher verlegen. Und ja, ich habe gerade schon im Hintergrund gesehen, ich habe ja gesagt, wir machen so eine kleine Art Autowerkstatt raus. Und diese Autowerkstatt habe ich jetzt auch schon angefangen. Genau, mit der Hebebühne habe ich ja gerade schon gesagt. Man wandert halt so vom Wartebereich. Ihr seht hinten, wenn ihr runterkommt, da steht noch so ein großer Zylinder, was auch immer da drin ist, ein großer Tank. Und direkt daneben steht ein schwarzes Auto. Dieses schwarze Auto sieht schon sehr stark nach einem der Autos aus, wie unsere Züge auch aussehen. Und das ist quasi die Basis der Autos. Das ist quasi da, wo die Autos in die Werkstatt ankommen. Die Standardautos, die ungetunten Autos, sagen wir mal. Dann geht man eben die Warteschlange immer weiter. Irgendwann geht man um diese große Hebebühne herum, die wir gerade gebaut haben. Da sieht man dann, wie die Autos eben aufgemotzt werden. Und zum Ende hin steht dann noch ein Auto da, was dann eben quasi kurz vor der Station ist, was dann fertig ist, was dann aufgetunt ist. Und das soll dann eben das Auto darstellen, wo man sich dann quasi, wenn man die Station betreten hat, reinsetzt. Ja, jetzt habe ich hier in die Q-Line riesengroße Fenster gemacht, damit man aus der Q-Line auf die bremsende Achterbahn gucken kann. Also das fand ich jetzt echt cool, da habe ich so große Glaspaneele reingesetzt. Andersrum natürlich auch, also man kann auch aus der Achterbahn super in die Q-Line reingucken am Ende. Und das sieht halt schon, wir gucken uns das gleich auch nochmal an, also ich habe mir das natürlich auch selber mal angeguckt, weil ich gucken wollte, wie das aussieht. Sieht schon cool aus, wenn der Zug da wirklich fast mit ordentlicher Geschwindigkeit ankommt und dann da so runtergebremst wird hinter der Scheibe. Also es ist schon eine echt coole Sache. Und ja, habe jetzt hier die Wand so ein bisschen industriell wieder aussehen lassen mit diesen Backstein-Sachen. Auch hier versucht wieder die Wand so ein bisschen lebendig wirken zu lassen, indem man dieses Dreidimensionale hier macht. Da gibt es eben diese Backsteinpfosten oder wie heißt es, Pfosten? Säulen heißt es. Die konnte man eben auch querlegen und die kann man aus der Wand so ein bisschen rausstehen lassen. Und dementsprechend sieht das für mich so ein bisschen schöner aus. Klar, da kommt nachher noch ein bisschen mehr Deko dran, das Ganze wird noch ein bisschen mehr verziert alles. Aber ja, grundsätzlich finde ich die Optik so an sich schon ganz schön. So, jetzt fährt auf der anderen Seite natürlich auch noch die Achterbahn vorbei, da muss die Optik natürlich auch stimmen. Und wenn man aus dem Fenster guckt, aus dem Wartebereich, dann sieht man natürlich diese hässliche Erdwand, die da im Hintergrund noch ist. Das wollen wir natürlich nicht. Also es soll ja schon so ein bisschen auch alles thematisch passen. Und deswegen mache ich das hier noch so ein bisschen zu mit Wänden.
ja, dass das Ganze einfach ein bisschen besser aussieht. Und dann sieht man auch diese Erdschicht einfach da hinten nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Das ist ja jetzt hier das letzte Stück vor der Station. Das heißt, man wird gebremst, fährt dann noch eben die Rechtskurve in die Station rein. Was da thematisch nachher noch geht, also so ein bisschen so ein paar Szenen oder sowas nach der Fahrt, wäre natürlich noch cool. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was man da so machen könnte. Viel Platz ist da jetzt nicht. Das, ihr seht, wir haben so ein bisschen hier auf der linken Seite, wenn man in die Schlussbremse kommt, da hier links, das meine ich. Aber sonst haben wir nicht ganz so viel Platz. So, und jetzt hier gucken wir uns das Ganze an. Jetzt habe ich auch schon gespannt hier drauf gesehen und möchte gucken, wie der Zug da reinballert. Ja, jetzt vorgespult sieht man es natürlich nicht ganz so toll. Da muss ich auch glatt nochmal eine Runde mit der Achterbahn mitfahren, mir mal den aktuellen Stand so mit Thematisierung angucken. Wir haben auf jeden Fall auch noch einige Flächen, die noch gar nicht thematisiert sind. Wir müssen noch Stützen bauen für die Achterbahn auf jeden Fall auch. Da wird auf jeden Fall gerade in diesem Steampunk-Bereich, ich denke, der wird uns so nebenher, während wir diesen Park bauen, immer mal wieder begleiten, dass wir den halt immer so ein Stückchen weiterbauen. Ja, da fehlt halt noch einiges. Wenn ihr seht, wie rechts jetzt schon diese Häuserfront aussieht und ja, damit wollen wir ja quasi den ganzen Bereich einkesseln. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. Aber ja, man muss halt einfach mal anfangen und machen. Dann funktioniert das, denke ich, auch schon. Ja, jetzt läuft hier alles. Ich gucke mir natürlich alles nochmal so ein bisschen an. Und habe dann hier tatsächlich genau so ein paar Säulen noch weitergemacht. Mir nochmal so ein bisschen überlegt, wo könnte man die Räume so ein bisschen trennen. Eigentlich wollte ich diesen Bereich, ich sag mal jetzt, wo das Auto dort auf der Hebebühne angrenzt. Da ist ja so ein geschlossener Zickzack-Bereich, sag ich mal. Das sollte damals eigentlich in meinem Grundgedanken ein Raum werden, der halt komplett abgegrenzt von dem anderen Rest ist. Aber ich habe mir jetzt gedacht, warum muss ich alles abgrenzen und irgendwie einzelne Räume machen? Man könnte halt gerade durch diese Werkstattoptik ja auch so eine Hallenoptik darstellen. Und ja, das habe ich jetzt bis in den einen Bereich gemacht. Ihr habt gesehen, ich habe gerade noch eine Wand eingezogen. Das heißt, es ist räumlich ein bisschen getrennt, dass man in gewisse Bereiche nicht reingucken kann. Und auch der Bereich kurz vor der Station, der wird nochmal ein eigener Raum werden. Aber ja, ich denke, der Ansatz hier ist ganz gut. Und es könnte nachher ziemlich gut aussehen. Also müssen wir mal gucken, dass wir da noch ein bisschen so Werkstattobjekte reinkriegen, die dann auch so eine Steampunk-Werkstatt darstellen können. Also da muss ich mir auch noch ein bisschen was einfallen lassen. Aber ja, das kriegen wir, denke ich, ganz gut hin. Ja, jetzt habe ich hier noch die Rückseite dieser Glasfront verkleidet, damit es natürlich auch aus Sicht ja, des Zuges, also aus On-Ride-Sicht quasi ordentlich aussieht und man da nicht irgendwie diese ganzen Objekte von, ja, vom Inneren des Wartebereichs irgendwie durchstehen. Das Ganze ein bisschen verkleidet. Es sieht natürlich jetzt noch sehr leer aus. Da müssen natürlich noch irgendwelche Sachen an die Wand. Ich habe hier hinten, das habt ihr gerade vielleicht gesehen, die Kurve, die allerletzte Kurve so ein bisschen nach außen geschoben noch, weil die ja sehr nah an dem Treppenhaus, was wir am Anfang gebaut haben, vorbeigeht. Und ja, da musste ich ein bisschen auf das Lichtraumprofil nochmal achten. Und ja, grundsätzlich müssen wir generell überall mal gucken, dass wir später nicht zu viele Probleme kriegen. Also je mehr wir bauen, desto mehr müssen wir natürlich auch gucken, dass wir das mit dem Coaster und so weiter alles in ein, alles so quasi gewuppt kriegen. Und ja, das wird irgendwann ein bisschen schwieriger. Also ich habe schon öfter mal solche Themenbereiche angefangen und gerade wenn man mit sehr vielen Gebäuden baut, wird es nachher sehr unübersichtlich und man muss da wirklich nach Lösungen finden, wie man zum Beispiel Dächer von mehreren Gebäuden irgendwie so ein bisschen verbinden kann. Ihr seht, die Wände gerade in der im Schlussbremsenbereich, die stehen alle krumm und schief so ein bisschen, also da ist keine Ordnung drin. Und Dächer sind halt bei Planet Coaster größtenteils an das Raster ausgerichtet und wir bauen halt da unten nicht mehr im Raster. Ja, da habe ich mir hier so eine tolle Orgel runtergeladen im Steam Workshop. Sieht auch eigentlich ganz nice aus, dachte, man kann die ja da oben hinsetzen, aber irgendwie war ich nicht zufrieden damit. Es hat halt irgendwie nicht so richtig gepasst und es sah halt auch irgendwie nicht so, weiß ich nicht, es passt. An sich, Steampunk passt. Diese Rohre finde ich auch echt cool, das würde auch gut aussehen, aber das mit der Orgel passte nicht und grundsätzlich war es dann nachher auch so, ja, von hier sieht es noch ganz in Ordnung aus, es passt auch mit der Achterbahn. Ich hatte dann nur unten geguckt und das hing dann alles unten in die Q-Line rein durch die Decke und ja, das ging halt gar nicht, deswegen habe ich es dann nachher wieder gelöscht. So, kommen wir nochmal hier so ein bisschen an die Deckenthematisierung.
Finde ich eigentlich auch in echten Freizeitparks cool, wenn man sowas hat. Viele machen einfach schwarz nach oben, gerade bei Indoor-Attraktionen. Und ich verlege jetzt hier so ein Rohr, das quasi hinten bei der Station rauskommt aus dem Boden, an die Decke verläuft, einmal quer durch den gesamten Wartebereich. Ja, und habe damit eine relativ logische, also es ist dann halt irgendwie so ein Belüftungssystem oder denkt euch irgendwas aus, was da durchlaufen könnte durch dieses Rohr. Und ja, ich habe das jetzt hier einmal wirklich durch den kompletten Wartebereich durchgelegt. Das heißt, es macht halt auch Sinn in irgendeinem. Also es hört nicht einfach irgendwo auf. Man sieht halt, dass es vielleicht nicht nur Deko ist, sondern es läuft halt wirklich einmal komplett durch und kommt dann hier hinten, wo ich gerade aus der Erde rausgekommen bin, quasi auch wieder an. Hier seht ihr es. Und ja, habe jetzt hier quasi einmal so ein riesiges Rohr durch den ganzen Wartebereich gehen. Jetzt seht ihr auch alle Autos, das heißt, wir haben hier das schwarze, das ja, langweilige Auto, dann das etwas spannendere Auto, das dann schon so ein bisschen aufgetunt aussieht, auf der Hebebühne. Und ja, wer gerade hingesehen hat, der hat auch schon das fertige Auto dann gesehen, was hier vor der Station steht, bevor man quasi in das Stationsgebäude, ja was heißt Stationsgebäude, doch Stationsgebäude reingeht. Das heißt, der Wartebereich ist halt unterirdisch und die Station ist ja nochmal räumlich so ein bisschen abgegrenzt. Und vor dieser ja, Station steht dann eben das letztendlich das Auto, was an der Seite so einen großen Auspuff dran hat und so weiter, was halt auch so ein bisschen nach Rennwagen aussieht. Und da muss man dann sich halt so ein bisschen vorstellen, das wäre dann das Auto, wo man dann eben sich reinsetzt, das Steampunk-Auto. Da kommt auch aus der Seite so ein bisschen Dampf dann raus, da hinten seht ihr es. Mit dem Auto schießt man dann quasi hier los aus dem Lounge und düst über die Themenwelt, die Steampunk-Themenwelt, die auch noch keinen Namen hat. Also da, wer da sehr kreativ ist, ich bin sehr offen für Namen. Das heißt, die Welt muss natürlich auch noch einen Namen kriegen. Das hat noch Zeit, aber wir sollten uns da vielleicht schon mal Gedanken machen. Ja, das Ganze als abschließendes Wort vielleicht. Ich habe jetzt noch ein paar Zäune gebaut, aber das war es für diese Folge auch schon wieder. Wie gesagt, 2 Stunden, 3 Stunden sind vielleicht ein bisschen kurz, wir schaffen nicht so viel. Deswegen gucke ich mal, ob ich vielleicht demnächst irgendwann mal länger aufnehmen kann. Und ja, damit soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ja, freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Also, bis dann und auf Wiedersehen.